Der ewige Schnee, Teil 11. Wenn John jetzt versuchte, über das nachzudenken, was sie in der letzten halben Stunde miteinander erlebt hatten, hätte er es selber nicht geglaubt. Catalina, die sich kein einziges Mal mehr umgedreht hatte, merkte, dass der Hang vor ihr noch steiler wurde. Wenn sie nicht bald 10 Meter oder noch mehr springen wollte, dann musste sie sich etwas anderes ausdenken, um weiter sicher mit allen hier zusammen nach unten zu kommen. Sie bremste abrupt, sodass John ihr fast auf den Rücken sprang und im letzten Moment gerade noch neben ihr zu stehen kam. Dorit hatte bei dem Bremsmanöver nicht so großes Glück wie die beiden vor ihr. Sie landete auf dem Hintern und rutschte dann noch einige Meter weit, bis sie scharf an John vorbeischlitterte und ein paar Meter von ihm staubend und auf dem Rücken liegend zum Halten kam. Pablito lief vollkommen normal, das letzte Stück hinter den 3 anderen, wie ein schneller Profiwanderer, dessen Kräfte um nichts in der Welt nachlassen wollten. »Geschafft!« gab er dröhnend von sich. »Geschafft! Wer hätte das gedacht in dem Affentempo und bei diesem Vorfall vorhin da oben?« Catalina ließ sich nicht beeindrucken und insgeheim war Pablito von ihr schwer beeindruckt. »Wenn wir uns beeilen, können wir den steilen Hang im langen Zickzack noch vor dem Dunkelwerden hinunterkommen, ohne Rutschpartien.« Und dabei schaute sie auf Dorits Hose, die an beiden Beinen von der Kniekehle bis über ihren Po weit aufgerissen war. Darunter lugte heller und roter Stoff aus der Hosenruine heraus. Dann kam John der Wahneinfall, dass Catalina wohl eine Zauberin war, die es drauf die Hosen der Menschen abgesehen hatte, wenn er an seine volle Hose damals im Schnee dort oben dachte. Was meint er bloß mit der Lektion? Und warum diese Nummerierung? So wenig Lektionen erst nach dieser Zeit mit ihm, dachte Dorit beim Heruntergehen. Als sie dann alle zusammen saßen, fragte sich John, warum es ihm immer wieder zu Catalina zog und was er eigentlich bei ihr wollte. Als ihm klar wurde, dass es keinen wirklich begründbaren Sinn für ihre Begegnungen gab, fühlte er sich seltsam, aber komischerweise war es ihm auch egal, ob es nun Sinn machte oder eben nicht. Etwas Ähnliches ging in Dorit vor. Den Zusammenhang dessen, was sie bisher bei Pablito gelernt hatte, konnte sie immer noch nicht so richtig zusammenkriegen, aber sie hatte sich in der ganzen Zeit gerne an Pablito gewöhnt. Und er wohl auch an sie. Catalina und Pablito saßen den beiden nun an einem Tisch gegenüber. Ohne sich abgesprochen zu haben, wirkten sie auf Dorit und John wie Verbündete. Sie hatten sich erkannt, ohne sich vorher wirklich zu kennen. So wirkte es, als sie so vor ihnen saßen. Kein einziges Mal hatten sie sich bisher angeschaut oder sich Zeichen gegeben, noch irgendwelche Worte miteinander gewechselt. Aber jetzt waren sie wie aus einem Guss gemeinsam präsent und John und Dorit ahnten, was folgen würde. »Wenn ihr gestattet«, fing Pablito an, wohl vermutend, dass Catalina keine große Freundin von Worten war. »Wenn ihr gestattet, fange ich an zu erzählen. Ihr wisst ja, dass sich den Menschen die Welt erst erschließt, wenn sie ihnen erzählt wird.« Er grinste. »Also, wenn sie ihnen erzählt wird, nachdem sie vorher bemerkt haben, wie sie stattfindet. Na, wenn sie vorher was erlebt haben, so wie wir gerade vorhin.« »Du meinst, die Menschen brauchen Erklärungen über das, was sie erleben, wie ein Kind, dem die Mutter erzählt, dass der Hund wohl nicht beißt oder der langweilige Spaziergang nicht mehr so lange dauert oder der arme Steinbock vorhin einen angenehmen Tod hatte?« meinte John. »Ja, in der Art und auch anders«, sagte Catalina plötzlich. »Wenn man euch und ihr euch selbst nicht ständig die Welt erzählen würdet,
dann würde diese Welt überhaupt nicht existieren, sagte sie, als sei dies der Satz der Weisen überhaupt. Das Erzählen macht euch eure Welt rund, grinste Pablito und wölbte sein stattliches Bäuchlein stärker über den Tisch. Ihr erklärt euch ständig alles und damit findet ihr einen Sinn. Ihr verknüpft alles mit allem, fast beliebig, je nach Laune und Tageszeit. Du vergisst den Sonnenstand in den Jahreszeiten und das Wetter, den physiologischen Zustand der Verdauung, das Interesse oder Desinteresse an Sex, die Angst als Grundzustand des Menschen, ganz abgesehen von ihren Krankheitszuständen, das alles. Catalina wurde fast atemlos durch ihre Aufzählung. Das alles wirkt auf eure Einsichten und Erklärungen und konstruiert eure Welt. John hatte sie noch nie so lange und dezidiert reden hören und war ganz weg von ihrer Formulierung. Er hatte gedacht, sie wäre einfältiger, ja nicht so gebildet. Nein, sicherlich nicht dumm, das nicht, aber das Blödste an euch ist euer Festhalten an der eigenen Besserwisserei. Ihr klammert euch an eure Feststellungen. Und früher habt ihr deswegen Kriege geführt. Immerhin, jetzt lasst die andere Meinungen zu, schloss sich Pablito an. Ihr seid so versessen auf Wahrheiten, dass ihr gar nicht merkt, welche Unwahrheiten sich immer wieder einschleichen oder aus einer bestimmten Wahrheit wieder eine Unwahrheit wird. Ich gebe euch ein Beispiel dazu. Pablito schnippte mit Daumen und Zeigefinger. Catalina nahm ihre Haare gleichzeitig links und rechts auf der Seite hoch und ließ sie dann wieder fallen. Sie schienen beide unabgesprochen an etwas Gleichem zu arbeiten und zu argumentieren, als würden sie sich schon ein Leben lang kennen und austauschen. Diese Hütte hier, was glaubt ihr, wie lange die schon hier steht? Was meinst du mit dieser Hütte, Pablito? Fragte Dorit. Na, diese Hütte, in der die Menschen rasten können, nachdem sie hier auf dem Berg rumgerast sind, essen, trinken, austreten und solche Sachen. Er grinste sie an. Dorit schnupperte in die Luft, als könne sie damit das Alter dieses Ortes bestimmen, aber eher war es das Wort austreten, das zu dem übertriebenen Schnuppern bei ihr geführt hatte. John schätzte, sich schnell links und rechts umschauend und gut gelaunt in zwei Worten, 20 Jahre. Dann räusperte er sich, höchstens 30 Jahre. Catalina hob erneut die rechte Seite ihrer Haare empor und ließ sie sogar ein paar Sekunden länger in der Luft. Pablito starrte John an, als hätte er ihn gerade endgültig durchschaut, und Dorit war dabei gar nicht wohl, denn sie hätte John gerne weiterentdeckt, bevor ihn Pablito als Gott weiß wen klassifizieren würde. Richtig, mein Lieber, um exakt zu sein, 25 Jahre. Und? Was hat das mit Unwahrheit zu tun? John schien sich provoziert zu fühlen. Wahrheit und Unwahrheit wechseln sich ständig ab. Eigentlich gibt es sie gar nicht. Pablito nickte langsam dazu. Offiziell ist diese Hütte wohl 25 Jahre alt, ursprünglich. Dann brannte das arme Haus aber schon nach 3 Jahren ab und das Gleiche wurde wieder genauso gebaut. Wieder schnupperte Dorit, als könne sie den Brand vor 22 Jahren noch riechen. Pablito fasste mit seiner Hand Catalinas Knie neben sich kurz an. Es hat 2 Alter, ein ursprüngliches und ein neueres. Beide sind eine Wahrheit. Nein, dieses Haus ist 22 Jahre alt. John war hartnäckig. Nie. 21 Jahre und 6 Monate. Dazwischen war der Wiederaufbau, konterte Pablito. Also, das blöde Haus ist als Gesamtbauwerk mit und ohne Brand plus Aufbau 25 Jahre an dieser Stelle. John beharrte auf dieser Wahrheit. Patsch! Ließ Pablito seine Hand noch mal kräftiger auf Catalinas Knie fallen und die nahm sie sofort wieder davon weg und schob sie Pablito auf den eigenen Schoß.
Catalina war jetzt rot im Gesicht. Beides ist richtig und auch falsch, je nach Betrachtungsweise. Dann schaute sie auf ihre Knie. Ihr braucht Wahrheit. Denn wenn ihr sie nicht hättet, würdet ihr... Nun war Dorit empört. Wieso redet ihr beide ständig von ihr? Gehört ihr etwa nicht zur Spezies Mensch? Catalina und Pablito schauten sich verlegen an, als sei es ihnen peinlich, von Dorit ertappt worden zu sein. Wie zwei Jugendliche, bei einem aufgedeckten Streich wirkten sie auf John und Dorit. John lehnte sich auf dem Stuhl, der nun auf zwei Beinen stand, zurück, faltete seine Hände mit angewinkelten Armen im Nacken und erwartete nun eine groß angelegte Aufklärung. Ganz sicher, selbstverständlich, klar, dass er es richtig wusste. Die Wahrheit eben, möglicherweise eine Entlarvung. Es war mucksmäuschenstill im Raum. Selbst aus der Küche war kein Geräusch mehr zu hören. Die anderen Gäste waren still und erwarteten jeden Moment etwas Unheimliches. Die Welt zog sich vor dem drohenden Showdown zurück. Die Welt war für diesen Augenblick angehalten. Dorit schaute Pablito wie einen Verräter an. Draußen vor der Berghütte fing es an zu regnen. Es hing etwas in der Luft. Jetzt schnupperte Pablito herum und hätte am liebsten seine Hand nochmal auf Catalinas Knie gelegt, ließ es aber, nicht weil er als grapschender alter Sack jetzt wirklich peinlich aufgefallen wäre, sondern weil eine Erklärung fällig war, um die er sich noch gerne eine Weile herumgedrückt hätte. Er räusperte sich und schaute verlegen auf Catalinas Knie, das nun seine Berührung nicht abbekommen würde. Catalina schaute Pablito nun ebenfalls wie einen Verräter an. Alle drei starrten jetzt recht unangenehm auf ihn. Pablito wäre nicht Pablito gewesen, wenn er nun nicht gemäß seinem wahren Wesen regiert hätte. Leise, so wie ihn Dorit noch nie wahrgenommen hatte, und wie von ganz weit her, sagte er: Wir beide sind Menschen, wie ihr beiden jungen Menschen auch, aber wir sind auch keine Menschen. Die Wahrheit über uns ist komplex. Sein letztes Wort war zu einem Nieser verrutscht, und wie neulich beim nächtlichen Radfahren nieste er seine Hand und schüttelte diese einmal ganz schnell unter dem Tisch aus. Dorit wurde knallrot und begann sich schon wieder mal für diesen Lehrer zu schämen. Dieser Wutz, was für ein Kauz, dachte sie und schaute John an, der nun überlegen und sicher zu ihr zurückschaute und seiner Eroberung von Dorit einen Riesenschritt näher gekommen war. Er fühlte sich mit ihr verbündet und sein Wissenschaftlergehirn gewann bei ihm selbst gerade einige Bonuspunkte. Dorit rückte unbewusst näher an ihn heran, während sich Catalina und Pablito weiter voneinander distanzierten und wie arme, ältere Leutchen aussahen, die in ihrer abgehobenen Einfältigkeit zu weit gegangen waren. »Ganz recht so, ihr müsst zusammenhalten gegen unsere Macht«, zwinkerte Pablito zu Catalina. »Wie ich gerade zu sagen versuche, wir sind beides Menschen und Nicht-Menschen.« Seine rechte, offene Hand wies von sich zu Catalina und wieder von ihr zu sich. Dorit erinnerte diese Geste an ein Erlebnis, das sie vor vielen Jahren in Sri Lanka hatte, als er auf einer Bustour in den Bergen unterwegs war. Plötzlich stand damals ein alter Mann auf den Stufen der offenen Bustür und klopfte mit seinen filigranen Händen einen hypnotisierenden Rhythmus auf den Aluminiumbeschlag der alten Leyland-Bustüren. Unbeschreiblich, wie er es mit einfachen Gesten, dem Rhythmus seiner Hände und dem dünnen Singsang seiner Stimme verstand, die Menschen in Bann zu ziehen.
Pablito beherrschte diese Magie ebenso, schnoddrig und gleichzeitig doch noch perfekt anmutend, manchmal an den Abgründen seiner eigenen Glaubwürdigkeit entlang, jemanden für sich und seine Sache zu gewinnen. Und das eben war genau ein solcher Moment, ein typischer Moment. Pablito schien immer wieder blöd und einfältig und war es doch nicht. John lehnte sich kauernd auf dem zweibeinig auf dem Boden stehenden Stuhl noch mehr nach hinten, während Dorrit von Pablito zu Catalina schaute. Sie sah, wie Pablito den Mund aufmachte, um weiterzusprechen, seinen Mund aber seltsamerweise und unvorhergesehen offen blieb und plötzlich ein lauter Krach neben ihr ihren Blick zu John neben sich riss. John saß nicht mehr so da wie eben, sondern war nach hinten mit dem Stuhl gekippt und ruderte mit beiden Armen auf dem Rücken flach am Boden liegend, rechts und links in der blanken Luft fuchtelnd, hielt dabei seinen Kopf noch aufrecht, blickte Dorrit entsetzt von dieser niederen Perspektive aus an. Dorrit fühlte ihren Herzschlag bis in den Hals, sah, wie Catalina auf und am Tisch vorbei zu John auf den Boden sprang, fast in einem Satz ihn mit beiden Armen an seinem linken Arm zu sich hochzog, wie in einem Trickfilm, ruckartig schnell, als ob die Szene von gerade eben wieder zurückgespult würde. Absolute Stille. John und Catalina stehen. Den Stuhl kickte Catalina ein Stück mit ihrem Fuß weg, als sei er persönlich verantwortlich für das Malheur, das sich gerade ereignet hatte. Pablito reckte seinen Kopf höher und wollte wieder etwas sagen, ließ es aber für einen späteren Zeitpunkt ruhen. John fasste sich an den Hinterkopf. Catalina hielt ihn an der rechten Hand. Plötzlich war die Atmosphäre zwischen den Vieren vollkommen verändert. Der Raum war dunkler geworden. Draußen wurde der Regen stärker. Während sich Catalina und John wieder setzten, wobei sich John einen anderen Stuhl vom Nachbartisch nahm, konnte Pablito endlich anfangen, das zu sagen, was er sagen wollte. Also wir sind jedenfalls einerseits und in einer bestimmten Form Menschen. Besser wäre zu sagen, wir tun so, als ob wir Menschen sind, damit wir in unserer Art überhaupt wahrgenommen werden und angenommen werden. Andererseits repräsentieren wir etwas, was euch wirklich Menschen, was euch wirkliche Menschen zusammenhält. Es trägt euch sozusagen auf eurer Lebensebene. Und mit einer kleinen, pietätvollen Pause fügte er noch hinzu, wir sind nicht so sterblich wie ihr. John stand wie vom Donner gerührt von seinem neuen Stuhl auf und fasste sich an die Stirn, als wolle er prüfen, ob möglicherweise eben beim Stuhlfall nicht doch eine Verletzung in seinem Hirn stattgefunden hatte. In Dorits Bauch fing erst eine Art von kühlerem Kochen an, dann spürte sie einen ziehenden Druck vom Oberbauch bis in die Fußzehen hinunterziehend. Sie sprang ebenfalls vom Stuhl auf. Pablito merkte, dass seine weitere Rede wieder unterbrochen werden würde und fügte deshalb rasch hinzu, ob er es nun glaubt oder nicht, so ist es einfach. Das ist wirklich die Wahrheit über diese Hexe. Er deutete mit spitzem Finger auf Catalina und mir diesem Brujo. Dorrit fing zu würgen und John nahm sie schützend in den Arm, sichtlich bleich im Gesicht, schaute sich dabei um, ob das Ganze hier jemand mitgehört haben könnte, denn das wäre ihm schrecklich peinlich gewesen. Mit Irren hatte er es bisher in seinem Leben noch nicht zu tun gehabt und wollte auch weiterhin nichts zu tun haben. »Du hast mich direkt gefragt und ich habe dir eine ehrliche Antwort geschuldet. Kannst du sie nicht aushalten?« »Dachtet ihr, ihr würdet mit zwei kauzigen Leuten nur ein kleines Bergabenteuer mit einem beutefressenden Adler hier oben erleben?« Wenn Pablito Catalina nicht Hexe genannt hätte, dann wäre er mit seiner seltsamen Antwort vielleicht noch klargekommen.
Aber eine Hexe? Und ein, wie hatte er gerade gesagt, Brucillus oder was? Meine Güte! John konnte das in seinem Leben nicht brauchen. Dorrit war nun vollkommen auf seiner Seite und in ihrem Inneren vollzog sich ein sekundenschneller Abstand zwischen ihr und Pablito. Catalina war ja ohnehin vollkommen egal. Vor ihnen standen nun die noch nicht geleerten Gläser, die jetzt niemand mehr zu Ende trank. Der Regen trommelte nun so stark, dass selbst die Scheiben der Berghütte voll perlender Tropfen waren, aus denen sich Hunderte von kleinen Rinnsalen ihren Weg irgendwo nach unten bahnten. Nach unten, auf ihrem weiten Weg hinab in die Welt, weg von hier oben, wo so viel Ungewöhnliches und Bizarres passierte, das sich Dorrit und John jedenfalls nicht erklären konnten. Für die beiden war dieser Ausflug der Höhepunkt ihrer bisherigen Seltsamkeiten mit ihren Mentoren, denen sie doch irgendwie unfreiwillig auf diese Art, das mussten sie zugeben, jedenfalls nicht so geplant wie gewohnt, in ihrem Leben begegnet waren. Dorrit und John waren andererseits schon seit einer Weile nicht mehr die gleichen, die sie vor ihren Begegnungen mit Catalina und Pablito gewesen waren. Für sie gab es auf ihrem weiteren Weg kein Zurück mehr, aber im Moment jedenfalls auch kein Vorwärts. Sie steckten mittendrin, ohne zu wissen, wie es weitergehen würde. Sie waren nun wie kleine Kinder mit einem erwachsenen Bewusstsein, die auf die eigenen Verarbeitungen von diesen Geschehnissen um Catalina und Pablito angewiesen waren. Sie waren offener geworden. Möglicherweise bereiter für das Nächste. Vielleicht würden sie aber auch wieder Abstand von dem Absurden, das ihnen hier begegnete, nehmen. Dann allerdings würden sie in ihrem Leben einen Rückschritt machen, der ihnen ebenfalls zu schaffen machen würde. So oder so rum. Etwas war ihnen begegnet und hatte sie berührt, und alles, was den Menschen begegnet, begegnet ihnen so lange, bis es den Sinn seiner Begegnung vollkommen erfahren hat. Und wenn sie die Begegnung auch hundert um hunderte Male erleben, weil sie den Vollzug der Begegnung vielleicht nicht aushalten oder daran scheitern, es kehrt immer und immer wieder, bis irgendwann die Erlösung des Sinns einer jeden Begegnung stattfindet. Früher oder später. John streichelte die Haare von Dorrit und konnte von ihren Haaren, die durch seine Finger glitten, nicht genug bekommen. So fein, so weich, so vollkommen und so lang. Mit diesem speziellen Geruch, der ihn so scharf machte, dass er sich wegen der wachsenden Erektion in seiner Hose kaum noch bewegen konnte. Zwar befanden sich beide gerade noch im Sitzen, würden aber gleich ins Liegen übergehen, aus dem sie so bald nicht mehr aufstehen konnten. Das, was sie heute mit Catalina und Pablito erlebt hatten, hatten sie jetzt vollkommen vergessen, wie ein Stück, das man sich als Hologrammfilm anschaut und dessen Handlungen und Gerüche zwar berühren und interessieren, aber nicht wirklich zum eigenen Leben gehören. Sie gehörten jetzt aber beide selbst zu ihrem eigenen Leben. Sie waren wirklich da. Nicht nur eine Erinnerung, und Dorrit begann, Johns Hemd über dessen Kopf zu ziehen. John wiederum nestelte ungeduldig an ihrer ramponierten Hose, die sie immer noch anhatte. Und es machte ihm Mühe, diese fremde Hose, also ihre Hose, für sie auszuziehen. Normalerweise zogen sich Erwachsene alleine an und aus. Der Regen wollte an diesem Abend und in der folgenden Nacht nicht mehr aufhören, was ihre romantische Begegnung nur umso mehr verstärkte. Die Kleider lagen bald wild verstreut in dem kleinen Raum herum.
John hatte seine Unterarme um ihren Kopf gelegt und streichelte zärtlich Dorits Ohren und ihr Haar. Dann begann er sie zu küssen, nicht wie meistens zunächst auf die Lippen und im Mund, sondern zuerst hinter ihren Ohren, dann an ihren Ohren, den Ohrläppchen, dann leckte er an ihren Wangen entlang, bis zum Kinn, über ihre Nase, bis ihn schon ungeduldig ihre halb geöffneten Lippen erwarteten und sich die beiden fiebernden und fordernden Zungen in der Dunkelheit ihrer feuchten Münder begegneten. Dorits Stimme ließ den Lauf der Gefühle zu und John musste endlich tief, tief atmen, erlöst, wie schon lange nicht mehr. Was sie jetzt erlebten, war das, was Menschen bereit waren zu erleben, was sie automatisch konnten, weil es sie anzog und in ihnen als Jahrhunderttausende von Jahren altes Programm verankert war. Nichts Obskures, nichts Seltsames, das sie nicht verstehen konnten. John erwies ihr mit seinem Mund und seiner Zunge von Kopf bis an ihre Zehenspitzen die Ehre seiner Aufmerksamkeit. Er leckte sie, ähnlich wie er die Brustwarzen seiner Mutter voll hungernder Lust saugend und fordernd geleckt hatte, um etwas zu bekommen. Jetzt gab er ihr etwas, nein, er bekam auch etwas. Sie beide gaben und bekamen. Als die Nacht zu Ende war, hatte auch der lange Regen aufgehört und Dorit sah zuerst, wie John neben ihr im Bett lag und noch tief schlief. Jemand Vertrautes, Neues, von dem sie noch nicht so recht glauben konnte, dass er wirklich da war. Sie dachte einen Moment lang an Pablito und fragte sich, was dieser wohl gerade tat. War er mit Catalina? War er alleine? War er überhaupt? Ja, war dieser ältere Mann überhaupt? Sie blickte auf den schlafenden John, der ganz real als Mensch neben ihr im Bett ruhig und regelmäßig atmete. Unschuldig, wie er auch wohl als kleines Kind gewesen war. Er war greifbar, berührbar. Und Pablito, zu dem sie von Anfang an ein ambivalentes Gefühl gehabt hatte, war nicht real? Oder doch? Ein Schauer ging über ihren Rücken und sie konnten sich überhaupt nicht vorstellen, dass ein solcher Mensch unsterblich sein sollte. Schließlich alterte er, wie man augenscheinlich sehen konnte. John drehte sich im Bett zu Dorit um und öffnete seine Augen. Dorit griff nach seiner Hand, die noch halb unter der Decke verborgen war, und zog sie an ihren warmen Körper. Sofort regte sich das ganze Leben in dieser Hand und die beiden Körper waren wieder ganz nah beieinander, fast wie ein Körper, wie die Möglichkeit eines neuen Körpers in dieser Gemeinsamkeit. Erst nach einer langen Zeit, nach unzähligen Küssen, nach akribischen Erkundungen ihrer Zungen, nach riechendem Einsaugen der tausend Möglichkeiten der neuen Haut, nach vielen, vielen Atemzügen, nach Stöhnen und Fordern, nach Reiben und Stoßen, nach Eindringen und Ergießen, nach Mischen ihrer feuchten Körperlichkeit, erst nach dieser Begegnung fingen sie wieder an zu sprechen. Pablito geht mir nicht aus dem Kopf, als ob er die ganze Zeit bei uns wäre. Trotzdem lächelte Dorit bei diesem Satz, den sie zu John und zu sich selber an die Holzdecke über ihnen sprach. John zuckte mit den nackten Schultern und hätte am liebsten wieder von vorne mit ihr angefangen. Es war ihm gerade ziemlich egal, was mit Pablito und auch mit Catalina los war. Sogar seine Arbeit war ihm egal, weil sie in letzter Zeit ohnehin zu keinem verwertbaren Ergebnis geführt hatte. Aber dann dachte er doch an Catalina, wie sie ihn so fürsorglich vom Boden wieder hochgezogen hatte, und das fand er von ihr wirklich anständig, ihn aus dieser Peinlichkeit befreit zu haben. Beide schauten sie verträumt auf die Holzdecke über sich und hielten an den Händen.
Auf einmal stützte sich Dorrit auf den Ellenbogen, ihren Kopf sicher in der rechten Hand ruhend und betrachtete John. Schließlich wären wir uns nicht begegnet, wenn die beiden nicht in unserem Leben wären. Wir verdanken ihnen das hier jetzt gerade. Klar, Begegnungen führen immer zu was, manchmal sogar zu Sex. Er gähnte ungeniert und legte seine Stirn in Falten. Strom, ich meine Elektrizität, ist auch immer da und es führt zu was. Was hat das mit Pablito und Catalina zu tun? Ist mir gerade so in den Sinn gekommen, wegen Begegnung, wegen der Spannung. Wegen der Entladung, meinst du, grinste sie ihn an und fasste ihn kurz an seine nun schlummernde und erstaunlich kleine Männlichkeit. Erstaunlich in Bezug auf die Ausmaße, die sie doch annehmen konnte. Aber uns beiden das als Mysterium von unsterblichen, nicht menschlichen Wesen zu erklären, ging doch eindeutig zu weit. Frage oder Feststellung, fragte Dorit. Feststellung für mich als Wissenschaftler. Frage für dich als unsicherer Zweifler, sagte Dorit. Und auf einmal merkte sie, dass die Lehre von Pablito für sie keineswegs ohne Folgen geblieben war. Irgendetwas machte Sinn. Dieser ganze Wirrwarr, den sie bisher mit ihm erlebt hatte, eine Sache anders als die andere. So kindlich, chaotisch, so losgelöst von der normalen Welt. Ihre normalen Welt. Zweifelst du etwas nicht? Klar, ständig, sogar mit dir hier in diesem Bettchen. Dorit drehte sich dramatisch wie ein kleines Kind von John weg auf die andere Seite, Rücken an Rücken. Dorit fühlte sich gut und gerade wegen dieser Zufriedenheit mit John neben sich konnte das Bizarre in ihrer Begegnung mit Pablito sein. Und machte durchaus Sinn. Tiefe Freude stieg aus ihr empor und heimlich sehnte sie sich schon auf die nächste Lektion mit Pablito. »Ich will's dir ja auch nicht verderben, aber du erzählst mir jetzt, wie es mit deiner Hose und Catalina damals im Schnee auf sich hatte?« »Hä?« John wurde puterrot. »Wie kam sie denn da drauf jetzt? Wie konnte sie das wissen? Sie hatte doch überhaupt keine Ahnung, was ihm mit Catalina an dem Schneesturmabend auf dem Berg passiert war.« Als dachte Dorit seine Gedanken mit, sagte sie, »Doch, deine und meine Hosen sind Teil des Spiels. Ich meine der Lehre, die wir beide von den beiden Nichtmenschen mitbekommen.« John wäre am liebsten aufgestanden, so unheimlich war es ihm jetzt gerade. »Bleib lieben, ich tu dir ja nichts. Catalina tut dir auch nichts.« Sie umarmte ihn. »Unser Leben konnte wohl nicht mehr so weitergehen.« Was anderes, ganz was anderes war dran, ist dran. John wollte es nicht wahrhaben, denn das Gewohnte war ihm nun doch wieder zu lieb, um es mit all seinen gedankenverzurrten Wahrheiten einfach über Bord zu werfen. Aber wegen Dorit wollte er nicht bockig werden, denn die war ihm vertraut. Und Catalina? Ja, Catalina, wenn es ist jetzt eingestand, die war sogar noch mehr als vertraut. Eigentlich war der Bezug zu ihr noch wesentlich mehr als Vertrauen.